mindestens für eine halbe Stunde dafür sorgen, dass in dieser Zeit kein Militärtransport das Waffendepot verlässt oder reinfährt. Nach einer halben Stunde werden wir diese Protestaktion beenden. Die Tower Barracks, das ist keine Kaserne. Hier sind nicht viele Soldaten, sondern nur 12 US-Offiziere. Und diese US-Offiziere sind studierte Logistiker. Das heißt, die haben gelernt, möglichst viel Waffen zu einem möglichst exakten Zeitpunkt an einen klar definierten Ort zu bringen. Das, was hier im Depot lagert, sind schwere Waffen und Ausrüstungsgegenstände für eine US-Kampfbrigade mit 4200 Soldaten. Hinter einem doppelten Zaun finden wir Panzerhaubitzen, Raketenwerfer, Bergepanzer, Transportpanzer und ein komplettes Feldlazarett. 200 zivile Beschäftigte sorgen dafür, dass diese Waffen jederzeit einsatzbereit sind und innerhalb von 96 Stunden an der Ostgrenze der NATO sein können, in Polen, in Litauen, in Estland. Das ist keine Friedenspolitik, sondern wir sagen seit 91 Wochen, wir stehen hier nämlich immer Fridays for Future, jeden Freitag mit einer Mahnwache, die heißt, Krieg beginnt dort. Wo wir stehen, beginnt der Frieden. Und deshalb stehen wir heute mit vielen Leuten hier. Wir werden auch in 9 Wochen zur 100. Mahnwache mit vielen Leuten hier sein. Und das wird aber ein Fest werden, in dem wir feiern, dass wir so lange hier draußen stehen. Diese Proteste werden von der lokalen Bevölkerung sehr wohl wahrgenommen. Ganz zu Anfang hatten wir gedacht, das ist doch Quatsch, hier in der freien Natur zu stehen. Mittlerweile kriegen wir ständig zurückgemeldet, wir haben euch gesehen und gut, dass ihr da seid. Wir wollen auch angesichts der neuesten Spannungen verhandeln. Wir wollen deeskalieren und wir fordern, dass endlich sich die Parteien wieder an einen Tisch setzen, weil Sicherheit geht nicht gegen jemanden, sondern wahre Sicherheit muss alle Beteiligten einschließen. Für uns, für die Friedensfreunde Böhmen, hängt der Einsatz für Frieden und Abrüstung untrennbar zusammen mit dem Einsatz für Klima und Umwelt und mit dem Einsatz für die Südhalbkugel. Denn der Rohstoffhunger im Norden, die Verbraucher im Norden sorgen dort für Verelendung. Gebiete werden trocken und unfruchtbar und es gibt Milizen, Bürgerkriege und Kriege. Das heißt, wenn wir etwas tun wollen für den Frieden, dann sorgen wir dafür, dass die Südhalbkugel unter gerechten Bedingungen produzieren und auch konsumieren kann. Dieser Zusammenhang zwischen Kriege, Rüstung und Militär wird derzeit kaum gesehen. Krieg tötet Menschen, mehr Zivilisten heute als Soldaten. Krieg zerstört Häuser und Städte, aber Krieg zerstört auch die Umwelt. Was glaubt ihr, wie viel Ruß- und Treibhausgase seit 10 Jahren im Syrienkrieg in die Luft geblasen werden? Und was glaubt ihr, wie viel CO2 und Ressourcen für den Wiederaufbau gebraucht werden? Defender 21 trainiert den Massenmord. Defender 21 bereitet den Krieg vor. Und Defender 21 ist wie jedes Manöver ein Desaster fürs Klima.
Gerade arbeitet unsere Stadt an der Fortschreitung des Klimakonzepts. Aber dieses Waffendepot haben die Verantwortlichen überhaupt nicht auf dem Schirm. Und die Umweltschäden, die dieses Waffendepot verursacht, wenn die ihre schweren Waffen auf Schwertransportern hier losschicken, das sind ja alles keine Fahrzeuge mit Katalysatoren. Das ist überhaupt nicht im Blick. Jeder Panzer, der dort untergebracht ist, braucht zwischen 300 und 400 Liter auf 100 Kilometer. Also stellt euch bitte vor, die lassen nur ihre Motoren an. Wir brauchen als Friedensbewegung die Klima- und Umweltbewegung, wenn wir uns gemeinsam für den Erhalt der Erde einsetzen wollen. Alleine schaffen wir das nicht. Aber Klima- und Umweltaktivisten brauchen auch die Friedensbewegung, wenn sie gegen Krieg als einen der größten Klimakiller vorgehen wollen. Wäre die US-Army ein Nationalstaat, dann wäre sie weltweit der 47 größte Emittent von Treibhausgasen. Und auch die Bundeswehr ist längst nicht auf dem Weg, klimaneutral zu werden. Die Rüstungsausgaben steigen. Dass sich jetzt langsam etwas bewegt, haben wir nicht den Politikern zu verdanken, haben wir nicht den Verwaltungen und den gewählten Volksvertretern, sondern es ist ein Erfolg des Drucks von Millionen Menschen auf den Straßen. Und wenn sich weiter was bewegen soll, dann braucht es nicht hohle Reden und leere Versprechungen, dann braucht es weiter diesen Druck der Öffentlichkeit. Druck braucht die überparteiliche weiter wie bisher Fraktion. Druck brauchen die Leute, die sagen, Profite machen wir heute, um die Folgen der Geldgier kümmern wir uns morgen oder übermorgen. Und deshalb bin ich froh, dass heute so viele Leute mit uns hier stehen, die Mahnwache machen. Und ich möchte euch dafür ganz herzlich danken. Wir haben bei den Ostermärschen seit Jahrzehnten gesungen, marschieren wir gegen den Osten? Nein. Marschieren wir gegen den Westen? Nein. Und die dritte Strophe, die oft nicht mehr gesungen wird, heißt, du deutsches Volk, du bist fast immer für falsche Ziele marschiert. Am Ende waren nur noch Trümmer. Weißt du heute, wohin man dich führt? Lasst uns also zusammen weiter eintreten für den Frieden. Und jetzt kommt noch ein kleiner Werbeblock. Am 5. und 6. Juni, also in knapp einem Monat, wird es im Münsterland eine münsterlandweite Sternfahrt auf Fahrrädern geben zur Unterstützung der Aktion Seebrücke. Zu dieser Sternfahrt, die am 5. Juni in Coesfeld und in Haltern startet, die über Dülmen nach Lüdinghausen senden und nach Münster geht, wo dann auch die Fahrraddemonstrationen aus Ostwestfalen und Gronau eintreffen, möchte ich euch ganz, ganz herzlich einladen. Dankeschön, und die Kundgebung wird jetzt gleich der Joachim beenden. Ich gebe das